Dieser Mann ist als eines der Symbole des NS-Reichs in die Geschichte eingegangen. Sein Lächeln und seine sanften Manieren ließen die Gefangenen im Konzentrationslager Auschwitz dazu bringen, ihn als Todesengel zu bezeichnen. Im Gedächtnis der Opfer blieb es genau so: ein ordentlicher Haarschnitt, eine dunkelgrüne Form ist gebügelt, die Essener Mütze wird auf die Seite geschoben. Er traf die Staffeln mit neuen Gefangenen und befahl ihnen, entweder nach links oder nach rechts zu gehen. Links ist der Tod, rechts ist das Leben. Leben oder sterben, das hat der Arzt aus dem Konzentrationslager Auschwitz, Josef Mengele, entschieden. Josef Mengele stammte aus einer katholischen Familie, die schnell reich wurde. In der kleinen Stadt Günzburg am Donauufer gehörte die Familie zur größten Fabrik der Stadt. Sein Vater stellte schnell fest, dass es Zeit war, der Nazi-Partei beizutreten. In der Stadt angekommen, hielt Hitler eine Rede in der Mengele-Fabrik. Als die Nazis an die Macht kamen, erhielt die Fabrik einen guten Auftrag. Es wurde angenommen, dass Josef als ältester Sohn das Familiengeschäft fortsetzen würde. 1930 legte er die Schulprüfung ab und wollte ursprünglich Zahnarzt werden. Aber dann entschied ich, dass die Zahnmedizin langweilig war. Er war umgeben von Wissenschaftlern, die sicher waren, dass einige Lebewesen dem Leben überhaupt nicht würdig waren. Er studierte bei Dr. Ernst Ruden, der glaubte, dass Ärzte die menschliche Rasse von unwürdigen Individuen befreien sollten. Unter seiner Führung verteidigte Mengele eine Dissertation, in der er bewies, dass man die Rassenzugehörigkeit eines Menschen durch seinen Kiefer bestimmen kann. Gleichzeitig legte er seine Prüfungen ab und begann, an einer medizinischen Klinik an der Universität Leipzig zu arbeiten. In Leipzig lernte Mengele seine zukünftige Frau kennen. Bei der Feststellung ihres arischen Ursprungs stellte sich die Frage nach einem der Großväter. Sie konnte nicht beweisen, dass er wirklich ein vollwertiger Deutscher war. Eine sorgfältige Untersuchung ihres rassistischen Falles und die Aussagen ihrer Freunde, die ihren nordischen Charakter bestätigten, retteten die Ehe. Aber Josef Mengele verlor die Möglichkeit, in das Stammbuch aufgenommen zu werden, in dem die Namen derjenigen erschienen, die seit 1750 die vollständige arische Herkunft bestätigen konnten. Zweifel an der Herkunft von Mengele selbst gab es nicht. Nach der Rassenklassifikation wurde Mengele der dinarisch-östlichen Rasse, also den Süddeutschen, zugeordnet. Am 1. Januar 1937 trat Mengele in das renommierte Institut für Vererbung von Biologie und Rassenreinheit ein. Das im September 1935 verabschiedete Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre verwandelte intime Beziehungen zwischen Menschen mit ungleichem Blut in eine strafbare Handlung. Als Hitler 1933 an die Macht kam, erklärte er ein vierjähriges Moratorium für die Aufnahme neuer Mitglieder in die Partei. Der Führer fürchtete, dass Menschen hineinströmen würden, die die Linie der Partei in eine liberalere Richtung ändern könnten. Aber als das Moratorium endete, schrieb Mengele im Mai 1937 eine Erklärung und erhielt ein Parteiticket. Im folgenden Jahr trat er der SS bei und erhielt gleichzeitig einen Doktortitel in Medizin. Mengele glaubte, dass er einer großen Sache diente, indem er Hitler half, die arische Rasse vor Selbstzerstörung zu retten. Als der Zweite Weltkrieg begann, wurde Dr. Mengele zum Militärdienst berufen und in das besetzte Polen in die genealogische Abteilung der SS-Hauptverwaltung für Rasse- und Siedlungsangelegenheiten entsandt. Zusammen mit anderen SS-ischen Ärzten stellte er den Rassenwert jener polnischen Bewohner fest, die behaupteten, arisches Blut in ihnen zu haben. In ganz Europa wurden Kinder arischer Herkunft ausgewählt, die als zukünftige Soldaten zur Erziehung in Essener Familien gegeben wurden. Das norwegische Blut, das Blut der Wikinger, wurde besonders geschätzt. Mehrere tausend Kinder wurden als Folge der bewussten Kreuzung von Soldaten der deutschen Besatzungstruppen und Norwegern geboren. Im Juni wurde Josef Mengele 41 in die Ukraine geschickt, wo er das Eiserne Kreuz zweiten Grades erhielt. Im Januar wurde er zum medizinischen Trupp der Wikinger SS-Division ernannt. Hier wurde er mit dem Eisernen Kreuz ersten Grades ausgezeichnet, für die Rettung zweier verletzter Tanker, die er aus einem heruntergekommenen Auto gezogen hatte. Am Ende des 42. wurde er in die Zentrale der SS-Hauptverwaltung für Rasse- und Siedlungsangelegenheiten versetzt. Dadurch konnte er wieder zur wissenschaftlichen Arbeit zurückkehren. Der Direktor des Instituts für Anthropologie in Berlin überredete Mengele, einen Termin nach Auschwitz zu nehmen. Josef Mengele begann damit,
die Typhusepidemie zu stoppen. Er schickte tausende Zigeuner, darunter Erkrankte, in die Gaskammer. Am Ende des 43. erschien Typhus wieder in einem anderen Block. Er schickte wieder den gesamten Block, 600 Frauen, in die Gaskammer. Er würde das nicht tun, wenn er einen anderen Weg gefunden hätte, die Epidemie zu stoppen. Aber er hat sich keinen anderen Weg ausgedacht. Dr. Josef Mengel blühte buchstäblich im Lager auf. Die anderen taten nur das, was zu ihren Pflichten gehörte. Mengele nahm auch gerne neue Projekte auf. Er wurde sogar fälschlicherweise als Chefarzt im Lager angesehen. Eigentlich war der Chefarzt Dr. Eduard Wirz, der Mengele zum leitenden Arzt der Frauenbaracken ernannte. Zwei Ärzte wurden im Dienst für die Aufnahme der nächsten Staffel mit den Gefangenen ernannt. Sie entschieden, wen sie sofort in die Gaskammer schicken sollten und wen sie in die Baracke schicken sollten. Ihr Tod verzögerte sich um etwa 3 Monate. Einige essaische Ärzte hassten diese Arbeit und betrinkten sich nach der Dienstzeit bis zur Vergessenheit. Mengele erfüllte seine Aufgaben mit offenkundiger Freude. Josef Mengele träumte nach dem Krieg davon, Professor zu werden. Er dachte nur an eine zukünftige wissenschaftliche Karriere. Er baute ein Labor am Krematorium Nr. 2 in Birkenau, wo die Vivisektion der gerade getöteten Gefangenen durchgeführt werden sollte. Das Labor wurde mit moderner Ausrüstung ausgestattet. Die Partei hat der Wissenschaft die Aufgabe gestellt, die Fruchtbarkeit zu erhöhen. Einer der Wege war die künstliche Zunahme der Anzahl der Zwillinge und Drillinge. Natürlich nur, wenn der Nachwuchs blauäugig und blond ist. Die Zwillinge wurden in der 14. Baracke in Birkenau untergebracht. Die Zwillinge erhielten anständiges Essen. Mengele brachte ihnen, wenn er mit den Ergebnissen zufrieden war, manchmal etwas Süßes mit. Es ist schwer zu sagen, wie viele Paare von Zwillingen durch seine Hände gegangen sind. Nach einigen Schätzungen standen ihm gleichzeitig etwa 200 Paare zur Verfügung. Seine Helfer machten sorgfältige anthropologische Messungen der Zwillinge, indem sie das Allgemeine und Verschiedene in ihnen definierten. Dann begannen die Folterungen. Er wurde in Auschwitz geschätzt. Der Chefarzt des Lagers charakterisierte ihn als einen energischen, hartnäckigen Arbeiter, der unter schwierigsten Bedingungen mit Epidemien zu kämpfen hatte und bewies, dass er in jeder Situation einen Befehl ausführen kann. Der Chefarzt stellte fest, dass Mengele seine freie Zeit für die Fortführung der Selbsterziehung mit dem ihm zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Material widmete, um seine anthropologischen Forschungen erheblich voranzutreiben. Mengele behandelte die Gefangenen wie einen gewöhnlichen Forscher für Laborratten. Er wurde nicht müde von der Arbeit, er war unendlich ehrgeizig. Ende 1944 begann sich Mengeles Stimmung zu verschlechtern. Er erkannte, dass der Krieg wahrscheinlich verloren war. Er hatte Angst, dass alle seine wissenschaftlichen Entdeckungen an die Gewinner gehen würden. Am 17. Januar 1945 verließ Mengele unter dem Krachen der Artillerie der vorrückenden Roten Armee Auschwitz. Es wurde angeordnet, alle Materialien zu zerstören, die im Versuchslager durchgeführt wurden. Mengele nahm die wichtigsten Papiere mit. Die ersten sowjetischen Soldaten betraten am Nachmittag des 27. Januar Auschwitz und fanden die Leichen von 650 Gefangenen, die von den Esesern erschossen wurden. Es war unmöglich, den Vormarsch der sowjetischen Truppen zu stoppen. Mengele bewegte sich mit den Rückzugsgebieten nach Westen. Er warf persönliche Dokumente weg und tauschte die Uniform eines SS-Offiziers gegen einen Wehrmachtsoffizier aus. Als er gefangen genommen wurde, rettete Mengele, dass er keine für die Essener üblichen Tattoos hatte. Ihnen wurde eine Blutgruppe an der Achselhöhle aufgetragen. Zu seiner Zeit überzeugte er die Vorgesetzten, dass ein Tattoo keinen Sinn ergibt. Ein professioneller Arzt wird in jedem Fall einen elementaren Bluttest durchführen, bevor mit der Transfusion begonnen wird. Seine Frau sagte jedoch, dass Mengele seine glatte Haut einfach nicht mit einem Tattoo verderben wollte. Mengele vergötterte seinen eigenen Körper und betrachtete sich lange im Spiegel. Josef Mengele, ein Lagerarzt aus Auschwitz, wurde von der UN-Kommission für Kriegsverbrechen in die Liste der Kriegsverbrecher aufgenommen. Die Überlebenden von Auschwitz waren polnischer, französischer, tschechischer und britischer Abstammung. Sie beschrieben den Behörden, wie der SS-Arzt aussah, der kriminelle Experimente an lebenden Menschen durchführte. Alte Freunde haben Mengele mit gefälschten Dokumenten versorgt und ins Dorf geschickt, weil sie glaubten, dass sie ihn dort nicht finden würden. Die Bauern stellten bereitwillig junge Männer ein, die es nicht geschafft hatten, die Wehrmachtsuniform zu entfernen. Die Landwirtschaft war klein, sie bauten Kartoffeln, Weizen an und hielten ein Dutzend Kühe.
Mengele lebte in einer spartanischen Umgebung. Das Zimmer hatte nur ein Bett und ein Waschbecken. Die Gastgeber erinnerten sich an Mengele als einen Mann, der alles, was auf den Tisch gelegt wurde, aß und einen ganzen Liter Milch trank. Er war stark und schaffte es ganz gut, konnte nur Kühe nicht melken. Niemand kam zu ihm und er verließ die Farm nicht. Die Gastgeber sympathisierten mit Mengele, einem jungen Mann, der sich verstecken muss. Im Jahr 1946 bat Mengele die Gastgeber, sich für eine lokale Zeitung anzumelden. Er sah seinen Namen in den Zeitungen aufflammen. Ein ehemaliger Auschwitz-Kommandant hat im Nürnberger Prozess ausgesagt. Er sprach über medizinische Experimente und die Rolle von Mengele. Im Dezember 1946 setzten die Amerikaner 23 SS-Ärzte auf die Anklagebank. 7 wurden zum Tode verurteilt, 5 zu lebenslanger Haft. Die Familie Mengele hat inzwischen den amerikanischen Besatzungsbehörden bewiesen, dass Josef nicht am Leben ist. Sie erzählten, dass Mengele sich in der sowjetischen Besatzungszone befand und es gab keine Nachrichten von ihm. Daher ist er tot. Mengele selbst erkannte, dass er in Deutschland keine Zukunft hatte und beschloss, nach Lateinamerika zu fliehen. Die Familie wählte Argentinien aus, es gab Geschäftspartner und in Argentinien ging es den Nazis gut. Mengele rechnete damit, dass seine Frau und sein Sohn ihm folgen werden, wenn er sich an einem neuen Ort niederlässt. Aber die Frau wollte Europa nicht verlassen. Sie hat bereits einen Mann getroffen, der ihr zweiter Ehemann werden wird. In Italien erhielt er die Originaldokumente des Schweizer Internationalen Komitees vom Roten Kreuz an Helmut Gregor. Die Führungskräfte des Roten Kreuzes verbargen diese Tatsache fast 40 Jahre lang, bis der Außenminister der Vereinigten Staaten, J. Schulz, eine Antwort darauf verlangte. In den ersten Jahren in Lateinamerika lebte Mengele völlig frei. Er ließ es sich sogar erlauben, nach Europa zu reisen, um seine Familie zu sehen. Im März 1956 flog er in die Schweiz. In Genf sah Josef Mengele zum ersten Mal seinen jungen Sohn, der sich nur für den Fall von Onkel Fritz vorstellte. Er unterhielt den Jungen mit Geschichten über den lateinamerikanischen Dschungel und die Jagd nach Guerillakämpfern im Zweiten Weltkrieg. Aus der Schweiz reiste Mengele nach Deutschland, in seine Heimat Günzburg, wo er schließlich seine Verwandten besuchte. Er nahm ein Auto und fuhr nach München. Aber der Zufall führte kaum zu seiner Entlarvung. Es kam zu einem Verkehrsunfall. Der Polizist bat ihn, München nicht zu verlassen, bis alles geklärt sei. Ein verängstigter Mengele rief seine Angehörigen an. Der Vater kam herein, gab den Polizisten Geld und sie ließen Josef frei. Am nächsten Tag verließ er Europa. Er beschloss, ein gutes Haus zu kaufen, wollte aber das Eigentum nicht mit gefälschten Dokumenten registrieren. Er wandte sich an die deutsche Botschaft, um zu bestätigen, dass er Josef Mengele ist. Niemand in der Botschaft dachte daran, die Liste der gesuchten Kriegsverbrecher zu überprüfen. Mit dem Botschaftsausweis erhielt Mengele bereits einen neuen argentinischen Personalausweis mit dem echten Nachnamen. Im Oktober 1956 heilte Mengele ein neues Leben. Martha, die Witwe seines früh verstorbenen jüngeren Bruders, und ihr Sohn Karl-Heinz schlossen sich ihm an. 1958 heirateten Martha und Mengele. Josef Mengele hielt das Schlimmste für hinter sich. Und er hatte Unrecht. Der Österreicher Hermann Langbein, der durch Auschwitz ging, begann, ein Dossier auf Mengele zu sammeln. Es war für ihn unerträglich zu erkennen, dass dieser monströse Verbrecher der Strafe entgangen war. 1,5 Monate nachdem Martha und Josef Mengele ein neues Leben begonnen hatten, übergab Langbein ihre Akte an das deutsche Justizministerium in der Hoffnung, dass die Deutschen sofort einen Haftbefehl gegen Mengele erlassen würden. Inzwischen hat Mengele beschlossen, nach Paraguay zu ziehen. Der Architekt Frederico Joase half ihm. Er war mit der Tochter des paraguayischen Finanzministers verheiratet, wo Alfred Stressner seit 1954 allein regiert. Im Jahr 1959 halfen einflussreiche Paraguayer Mengele, die Staatsbürgerschaft Paraguays zu erhalten. In diesem unterentwickelten armen Land, in dem die Bevölkerung durch Schmuggel lebte, fühlten sich die Nazis sicher. Hier wurde alles gekauft und verkauft. Der paraguayische Diktator Alfred Stressner nahm jeden an, der ein solches Leben mochte und Geld hatte. Die Bemühungen von Hermann Langbein ergaben dennoch ein Ergebnis. Am 5. Juni 1959 wurde der erste Haftbefehl gegen Mengele erlassen, der wegen mehrerer Morde angeklagt wurde.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik verlangte von Argentinien seine Auslieferung. Argentinien hat abgelehnt, da alle Anschuldigungen eher politisch als strafrechtlich sind. Mit Paraguay hatte Westdeutschland kein Auslieferungsabkommen. Die paraguayischen Behörden wurden darüber informiert, dass die Bundesrepublik die Auslieferung von Mengele verlangt. Aber das hinderte ihn nicht daran, sich zu Einbürgern und paraguayischer Staatsbürger zu werden. Mengele suchte auch nach dem israelischen Geheimdienst. Aber im Jahr 1957 erhielt der Mossad Informationen, dass sich ein ehemaliger Mitarbeiter der Generaldirektion für imperiale Sicherheit, SS-Oberbefehlshaber Adolf Eichmann, in Argentinien versteckt, Ziel Nummer 1. Im Mai 1960 nahm die israelische Geheimdiensteinsatzgruppe Eichmann in Argentinien fest. Er wurde nach Israel gebracht und auf die Anklagebank gebracht. Sie wollten Josef Mengele zur gleichen Zeit nach Israel bringen, aber sie fanden ihn nicht. Als Eichmann nach Israel gebracht wurde, war Mengele in Paraguay und zitterte vor Angst. Mengele begann über eine Umsiedlung nach Brasilien nachzudenken. Er wurde vom ehemaligen Hitlerjugendführer in der österreichischen Stadt Grazia, Wolfgang Gerhard, unterstützt. Der Umzug nach Brasilien hat Mengeles Leben ruiniert. Martha hat sich von ihm getrennt. In Spielfilmen und Büchern erschien er als unverwundbarer Mann, der voller Geld, Waffen und Leibwächter war. So spielt ihn Gregory Peck in dem einst populären Film Boys from Brazil. Und tatsächlich fühlte sich Josef Mengele, der Todesengel, ein Arzt aus Auschwitz, völlig einsam. Er stellte nur in seiner Uniform und nur in Bezug auf wehrlose Menschen eine Gefahr dar. Als der Krieg endete, verwandelte er sich in einen feigen Flüchtling. Er dachte auch nicht daran, den Kampf um die Ideale des Nationalsozialismus fortzusetzen. Er dachte nur daran, gerettet zu werden. Als er erfuhr, dass Adolf Eichmann nach einem Gerichtsurteil in Jerusalem erhängt wurde, war er entsetzt. Er ging nur von einer ganzen Reihe von Hunden umgeben nach draußen. Er baute eine hohe Beobachtungsstelle auf und beobachtete die Umgebung stundenlang und wartete darauf, dass die Israeliten ihn abholen sollten. Er ahnte nicht einmal, dass der Mossad, der sich mit den arabischen Geheimdiensten auseinandersetzt, ihn nicht sucht, ganz allein und in Erwartung der unvermeidlichen Strafe vergingen die letzten Jahre seines Lebens. Er fiel in eine tiefe Depression. Die Angst, dass die Israelis ihn früher oder später finden und auf die Anklagebank setzen würden, ließ ihn nicht los. Im Mai 76 erlitt er einen Schlaganfall. Am Ende des 78. verlor Josef Mengele seinen Lebenswillen. Er wanderte ohne jeden Zweck. Eines Tages wurde er fast von einem Bus angefahren. Anfang 79 verließ er tagelang das Zimmer nicht. Am 7. Februar ging es an den Strand. Er ging ins Wasser und direkt im Wasser erlitt er einen zweiten Schlaganfall. Er wurde an Land gezogen und versucht, eine künstliche Beatmung durchzuführen, aber Josef Mengele hat seine irdische Reise bereits beendet. Josef Mengele ist nicht der einzige NS-Verbrecher, der der Strafe entgangen ist. Im Oktober 1943 wurde in London die Kommission der Vereinten Nationen zur Untersuchung von NS-Kriegsverbrechen gegründet. Die Kommission schloss ihre Arbeit im Jahr 1948 ab. Damals standen 36.000 Namen auf der Liste. Von diesen 25.000 gehörten zur Kategorie A, das heißt, es gab gute Gründe, diese Menschen zu beurteilen. Dennoch ist die absolute Mehrheit der Nazis, die auf dieser Liste stehen, der Bestrafung sicher entgangen. Nach dem Krieg standen den Ermittlern nur falsche Aussagen von Zeugen zur Verfügung, die manchmal fremde Worte wiederholten. In Ländern mit einem entwickelten Rechtssystem reicht das nicht aus, um eine Person auf die Bank zu setzen. Man kann sagen, dass die Justiz im Kampf gegen NS-Verbrecher eine erniedrigende Niederlage erlitten hat.